Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 5. Ich weiß noch total, was wir machen wollten. Ja, wir wollten nämlich hier diesen Bogen ablaufen. Und ich weiß nicht, ob wir das unbedingt mitnehmen wollten, aber wir wollten auf jeden Fall die Plattenkiste mitnehmen und mit Chad sprechen und den ganzen Kram hier machen. Und dann hin zu dem Wolfsköder. Das ist der ursprüngliche Plan gewesen. Und weil ich, glaube ich, prinzipiell ganz gern das Ding einfach auch mit entdecken würde, latschen wir da tatsächlich zu Fuß. Boah, latschen wir da zu Fuß? Das sind 700 Meter. Ja, machen wir mal. Aus Gründen. Ich möchte nämlich noch ein bisschen über die Story philosophieren. Und obwohl ich sie ja eigentlich schon komplett ignorieren wollte. Aber ich will gar nicht drüber ragen tatsächlich. Also ich will mich nicht aufregen. Zumindest nicht nur. Was liegt denn da? Erstaunlich, sonst hilft im Gras hinhocken doch immer. Was auch immer ich da geplündert habe. Also einen Elch schon klar, aber was auch immer ich da geplündert habe. Wir könnten noch mehr Elche erschießen. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Die Elche haben mir voll nichts getan. Abgesehen davon, bevor ich gleich auf die Story zu sprechen komme, habe ich vorhin so einen kleinen Panikanfall gehabt. Das heißt, na, es ging. Ich habe nämlich von meinen letzten Aufnahmen irgendwie dann mal den ganzen Kram durchgeguckt, um Thumbnails zu machen. Und um halt Folgentitel festzulegen. Das ist halt, hatte irgendwie, ich glaube, 8 Folgen tatsächlich noch nicht hochgeladen. Und habe erstmal so geguckt, okay, worum ging es überhaupt? Was habe ich da gemacht? Was habe ich da nicht gemacht? Was eignet sich als Thumbnail? Was eignet sich als Titel? Und bei allen Folgen war so ab Minute 28, 29 halt das Bild komplett grisselig und halt nur noch so White Noise Rauschen im Hintergrund und halt überhaupt kein Ton, das heißt im Hintergrund, im Vordergrund. Also es war gar kein Ton mehr da von der normalen Aufnahme, sondern halt nur noch so massives Rauschen. Und ich hing da so, was, sichere die Kreuzung? Warum ist das, heißt das die Make Hope Great Again Mission? Mal gucken. Und habe dann aber festgestellt, nachdem ich dachte, okay, fuck, was machst du jetzt damit? Also war schon drauf und dran, bei dem ersten Video halt einfach so einen kleinen Text dahinter zu schneiden, so, sorry, Aufnahme ist mir abgekackt, hier fehlen ungefähr 5 Minuten Gameplay. Kann ich dieses Schild bitte sehen? Danke. Und habe dann aber festgestellt, dass es einfach am VLC-Player liegt. Den hatte ich nämlich gerade vorher upgedatet. Und seit dem Update, da muss ich überhaupt nicht hin, da ist überhaupt nichts. Da ist nur mein Wegpunkt. Ich wollte das hier nur entdecken. Ja, aber seit dem Update ist der VLC-Player halt einfach komplett Fratze. Also nicht komplett, aber offenbar, wenn es länger als 28 Minuten ist, sagt der VLC so, nee, nee. Mach ja mal Scheiß. Und ich habe dann spaßeshalber einzelne Videos auf YouTube hochgeladen, beziehungsweise auch in einem anderen Player getestet. Und da läuft das halt einwandfrei. Also es liegt halt tatsächlich nur im VLC. Total wirsch. Ja. Apropos total wirsch. Kommen wir nochmal auf die Story zu sprechen. Die Story vor allem. Ich glaube, was wirklich mein Problem ist, ist, dass in keinem von den drei Enden, gut, in dem Secret Ending sowieso nicht, aber auch in keinem von den zwei Enden, die man tatsächlich zum Abschluss der Story kriegt, also nachdem man eine ganze Weile gespielt hat, es halt kein Ende gibt, wo man on top rauskommt, also wo man tatsächlich Joseph besiegt. Das ist so das Problem. Von mir aus könnte es gern atomaren Erstschlag geben, von mir aus können wir gern im Jeep mit unseren Leuten sitzen, dann kommt Only You. Gott, war das schief, Entschuldigung. Dann kommt Only You im Radio und wir drehen halt durch und erschießen alle. Völlig okay, solange wir vorher Joseph Seed platt gemacht hätten.
Das wäre, ich glaube, das wäre sogar mein Wunschende gewesen. So, wir machen Joseph Seed wirklich platt, also jagen ihm einfach eine Kugel durch den Kopf, lassen ihn irgendwo liegen, verziehen uns halt mit unserer Truppe in unserem Jeep, Pickup, was auch immer wir da am Ende gefahren sind. Und wenn dann einfach der Song im Radio gelaufen wäre, ich hätte das, glaube ich, echt gut gefunden. Das wäre, glaube ich, ein ordentliches Ende. Also ich wäre damit zufrieden gewesen. Mich stört es halt echt nur, dass man so nirgendwo. Also, dass man halt, egal bei welchem Ende, halt immer gegen Joseph Seed verliert. Das ist echt nicht geil gemacht. Okay, er nuschelt einfach wie Axt. Ich war mir gerade echt unsicher. Sammle Fleisch von überfahrenen Tieren. Okay, das müssen wir aber nicht hier machen. Das können wir. Okay, Entschuldigung, ich verlasse das Missionsgebiet. Aber ich will doch gar nicht die Scheißkreuzung sichern. Ist das jetzt das oder geht es jetzt um die Sammle-Fleisch-Mission? Wo ist denn überhaupt die Straße? Okay, wir laufen direkt auf zu, das ist in Ordnung. Meinetwegen sichern wir halt auch erst die Scheißkreuzung. Okay. Ich dachte nicht, dass der abbiegt, aber. Come on. Oh, kannst du bitte nicht? Danke. Oh, mehr Party. Okay. Ja, ihr könnt auch ruhig stehen bleiben, das ist okay. Ist die Kreuzung jetzt gesichert? Nein, ist sie nicht. Fuck off. Sichere die Kreuzung. Neuer Auftrag, sichere die Kreuzung. Wollt ihr mich verarschen? Rum? Ah, da kommt noch ein Truck, natürlich. Die liberalen Kanadier sind auch so dumm, nicht für mich zu stimmen. Aber dazu später. Irgendwie war mir klar, dass wir auf dem Schrauber kommen. Was war unnötig? Wir haben nur noch zwei Raketen. Ich müsste mal ein bisschen das erzählen. Das Ding ist durch den Hubschrauber geflogen, wollte mich verarschen. Natürlich. Verpiss dich da hinten. Alter. Ist mal gut jetzt. Wer sieht mich die ganze Zeit von da? Da ist niemand. Da ist der Heretiker wieder. Okay, es waren einfach zwei Hubschrauber. Klar. Fall nicht auf mich drauf. Das war alles? Das war die ganze Mission? Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Du und ich werden Montana
wissen, wer auf sie aufpasst. Oh, und bitte bring Herb Junior nicht zurück. Nie wieder. Fuck, Herb Junior. Okay, ach, das war die Mission von dem Typen, okay. Naja, okay. Auch egal. Wir wollten aber eigentlich... Aber wir müssen da Roadkill sammeln, ja? Ja, das können wir hinterher machen. Wir gehen jetzt mal ins Prepper-Versteck. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Story. Also vom Ende her hätte ich das, glaube ich, echt ganz gut gefunden, wenn man irgendwie ihn einmal platt machen kann. Und wenn dann halt nicht alles super ist, finde ich das total okay. Wenn danach alles den Bach runtergeht, da bin ich total d'accord mit. Aber wenigstens den Sieg über Joseph Seed hätte man dem Spieler, finde ich, lassen sollen. Aber nun ja. Abgesehen davon, was mir so im Nachhinein aufgefallen ist, ist, dass die drei Handlanger... Also Jacob gar nicht mal so, aber vor allem Faith und zum Teil Joseph auch selber sind halt in manchen Punkten super unglaubwürdig. Weil gerade Faith ist halt so, glaubst du? Also ist erst halt so, ja, du dringst hier ein und führst halt alle gegen ihren Willen zurück. Und was denkst du dir eigentlich dabei? Und dann kommt sie irgendwann an mit, glaubst du, ich habe das alles gewollt? Ich war 17, Wo ich mir denke so, ja, Woman, wenn du aber aus der ganzen Sache raus willst, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Dann sage halt jetzt, okay, hilf mir von der Sekte loszukommen. Und das wäre prinzipiell eine coole Storywendung gewesen, wenn man Faith tatsächlich hätte bekehren können. Hätte halt zeitig passieren müssen, bevor sie wirklich nervig wird, hätte man prinzipiell einbauen können. Und mit Joseph ist das halt ähnlich, so von, ja, meine Frau ist gestorben, so, ja, das ist aber noch lange keine Entschuldigung, irgendwie hier hunderten oder tausenden Menschen halt Leid anzutun, Entschuldigung. Tanner, wir haben von Jacob den Befehl erhalten, Elliot und seine Familie aus ihrem Haus zu entfernen. Sie sind schon zu lange ein Stachel in unserem Arsch. Pain in the ass. Vergiss nicht, in ihrem Bunker nachzusehen, dort könnte sich was verstecken. Na, tu, was immer du für nötig hältst, Billy. Wo darf ich hin? Also, hast du diesen Irren jetzt getötet oder nicht? Ich hab keinen Marker. Also, ich hab einen Comic. Einen Text. Ich weiß, dass du uns gewarnt hattest, doch jetzt ist es zu spät. Wir dachten, wir würden damit fertig, aber... Wir hatten keine Ahnung, welche Ressourcen Jacob zum Einsatz bringen würde. Aber wir werden nicht aufgeben. Das ist unser Land, bei Gott. Und niemand, nicht die Regierung, nicht die Armee und ganz bestimmt auch kein religiöser Irrer, wird uns je davon vertreiben. Zumindest nehmen wir so viele von denen mit, wie wir nur können. Ich bin im Suchgebiet für den Bunker auch, ja. Okay. Wie komme ich denn da hoch eigentlich? Von der Seite auf jeden Fall nicht. Gibt's hier einen Seiteneingang? Vielleicht durch den Bunker dann. Gucken wir mal. Das war jetzt Zufall, dass ich den so direkt gefunden habe. Fehlt den Schlüssel zum Bunker natürlich. Wäre auch zu einfach gewesen. Wahrscheinlich. Nicht in einem Peggy-Auto. Kommen wir irgendwie aufs Dach? Entschuldigung, da stand Klettern. An was hängen wir hier eigentlich fest? Okay, dann steigen wir hier rein. Wir können den Comic mitnehmen und dann liegt hier bestimmt auch irgendwo der Schlüssel, oder? Im Scheißhaus? Nicht so. Ich gedacht, dass das splittert. Da unten liegt ein Feuerzeug irgendwo. Okay, hier ist erschreckend weniger los als gedacht.
Problem. Wir kriegen aber auch gar nicht mehr im Suchgebiet angezeigt, aber prinzipiell müssten wir im Suchgebiet sein, oder? Okay, das Feuerzeug ist definitiv im Bunker. Das ist klar. Brauchen wir Senf? Nein. Okay, haben wir hier irgendwo einen Hinweis, wo das Ding sein könnte? Toter Kultist. Hilft uns wenig. Der ist auch von der Sekte. Da liegt ein Paddel. Das ist mir in der Tat lieber als mein Ast. Hilft mir aber auch noch nicht. Das ist einfach nur ein Rucksack. Das ist auch ein Peggy-Auto. Das will ich garantiert nicht reparieren. Hm. Die Dusche zerspringt, aber der Topf, keine Chance. Ist ja eine Pflanze drin, die wir ernten können. Wie sieht es denn eigentlich mit dem anderen Truck aus? Okay, der andere Truck ist ziemlich hinüber, möchte ich behaupten. Kommen wir irgendwo auf das Dach auf? Also nicht, dass das wichtig wäre, aber... Da steht Klettern. Können wir dann bitte klettern? Ich könnte natürlich mal... Ich weiß nicht, macht das einen Unterschied, in welches Fenster ich reingehe? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, Moment. Wir waren Fenster auf der Hinterseite, ne? Nicht Fenster auf der Vorderseite. Oh, dann macht das wahrscheinlich doch einen Unterschied. Dann klettern wir doch hier nochmal hoch. Oder auch nicht. Warum muss das... Also warum braucht das immer zwei Anläufe? Shit, da kommen wir... Okay, da kommen wir hoch. Alles klar. Dann gehen wir doch mal hier rein. Das ist aber die Dusche, die wir zerschossen haben. Okay, aber dann können wir zumindest noch auf der anderen Seite rein. Das, da waren wir dann nämlich noch nicht. Oder doch? Jetzt geht er rein. Okay, Verstärkung ist auf dem Weg. Sollte jede Minute da sein. Da ist der Schlüssel. Alles klar. Müssen wir nur wieder rauskommen. Gott! Hallo? Auch den da hinten habe ich ja... Also ich meine, der mag aber nur mitten auf dem Kopf. Ist ja nicht so, als hätte ich hier Dauerfeuer gemacht, aber naja, egal. Nichts ist hier los. Oh, wie viele denn noch? Dem habe ich halt locker zwischen den Beinen durchgeschossen und nicht getroffen, aber er stirbt trotzdem. Okay. Nee, ich finde, die ganzen Sektenoberhäupter, also Joseph und die anderen drei, die könnten oder die hätten irgendwie in sich schlüssiger sein können. Die sind zwischendurch immer so, ja, und versuchen sich dann halt irgendwie zu rechtfertigen mit total bescheuerten Sachen, wo du denkst so, ja, nee, nicht so. Die hätten halt ihren Sektenkram einfach mal ordentlich durchziehen sollen. Also storymäßig jetzt nicht. Also beziehungsweise von ihrem Auftreten her. Der Einzige, der das wirklich durchgezogen hat, ist irgendwie Jacob. Das fand ich im Nachhinein sogar ganz cool, dass wir dann
selbst als Spieler da irgendwie so drauf getrimmt wurden, so, ja, lauf hier durch, erschießt den Typen am Ende und am Ende ist der halt echt. Also das halt nun nicht nur dein Ingame-Charakter, sondern auch du als Spieler quasi schon darauf total dressiert wurdest. Das fand ich irgendwie ganz cool. Hatte was. Problem war halt damit, dass man dann viermal die gleiche Sache gemacht hat. Was natürlich zwangsläufig irgendwie dazugehört, aber dann war schon so, ja, ist langweilig. Hm. Oh ja, da war jetzt voll der Twist. Hm, ja, jetzt mir jetzt auch nicht mehr. Also, ja, Grundidee gut, an der Umsetzung hätte man vielleicht noch arbeiten können. Man hätte vielleicht einfach nicht viermal die gleiche Strecke oder viermal den gleichen Raum nehmen sollen, das gleiche Gebäude. Zumal wir dann ja lustigerweise eh irgendwie im Bunker von, also in der Wolf's Den waren. Wenn die zu uns, ja, ne? Ja. Also da hätte man auch einfach vier verschiedene Parcours oder wie auch immer man es nennen möchte, nehmen können. Das wäre halt voll okay gewesen. Und der Twist am Ende wäre dann, glaube ich, sogar fast noch besser rübergekommen. Man hätte halt immer die gleichen Gegner reinpacken können. Also, dass man am Ende schon auf Eli, war das Eli? Ich glaube, auf Eli schießt. Aber ja, in verschiedenen Settings. So, da müssen wir doch jetzt rüber, um hier, genau. Da überfahren wir jetzt mit dem Quad Pronghorns. Oder Caribus? Ich glaube Caribus waren es. Wo war denn das Quad? Ich könnte eigentlich fast mal das Radar wieder anmachen, aber... Eigentlich nein. Da muss ich noch mal schleichen. Schon ein bisschen lächerlich. Okay. Da durchfahren? Ja, aber nicht gut. Auch nicht lange. Schade. Ich dachte, das passt vielleicht. Was soll ich denn hier Tiere überfahren? Ich meine, jetzt vier Tiere erschießen. Ist halt total okay. No dice. Du hast einen Waffenshop, aber du kannst keine Fahrzeuge spawnen, oder? Nicht oft jagen, oder? Ich wollte dich mit dir quatschen. Entschuldigung, ich wollte hier hin. Nee, kannst du nicht, aber wir können mal Beute verkaufen. Wir haben bestimmt voll viel. $4000. Gott, wir haben so viel Kohle, ne? Ich habe irgendwo noch Silberbarren gefunden. Wie viel haben wir da jetzt? 120. Achso, steht auch da oben schon. Hätte man gar nicht darauf gehen müssen. Tja. Ich zahle gutes Geld für Tierfälle. Pass nur gut auf dich auf. Was mir gerade noch einfällt, wir haben noch gar nicht die Quest für. Es gibt ja auch noch so Baseball-Sammelkarten. Und dafür haben wir definitiv noch keine Map. Also es gibt ja noch eine fünfte Sorte Collectibles. Dafür haben wir die Quest aber prinzipiell auch noch gar nicht. Davon haben wir schon zwei gefunden, meine ich. Wenn ich irgendwas zum Fahren hätte, wäre das total gut. Aber ich hab nichts. Das Quad wäre jetzt auch nicht unbedingt das Fahrzeug meiner Wahl gewesen. Da oben ist eine Straße. Vielleicht kriegen wir da irgendwas her. Oder zumindest eine Brücke. Wenn eine Brücke ist, gehe ich auch davon aus, dass da eine Straße ist. Da wäre schon mal ein Auto gewesen. Kann sich aber nur um Stunden handeln, bis das nächste kommt. Ein Stoppschild da vorne? Verrückt.
Ja, ich sehe das Schild, danke. Kann hier bitte irgendwo ein Auto spawnen? Ich bin auch durchaus gewillt, den Fahrer einfach zu erschießen. Ist mir egal. Die hier Fahrzeuge in ihrem fantastischen Camp. Können wir da überhaupt rein? Na, da waren wir schon. Ah, da ist sogar ein Schnellreisepunkt, okay. Aber da steht ein Auto. Das geht doch klar. So, zusehen, dass wir das nicht versenken und dann wird das vielleicht sogar was. Ich bin mir auch immer noch unsicher, ob wir das da drüben in dem Gebiet machen müssen. Also da bietet sich das vielleicht an, aber prinzipiell kann man ja auch so in der Straße genug Viecher überfahren, wenn man es drauf anlegt. Was wir bräuchten, ist ein E-Auto. Das macht nicht so viel Krach. Und kann schneller beschleunigen. Wenn ich hier auch nur ein Vieh sehen würde, wäre das total knorke. Was wir brauchen, ist das. Ich höre den Marker gelegentlich aufplappen, da vorne. Ja, ist ein scheiß Vogel. Kriegen wir doch niemals. Da ist irgendwas. Auch ein Vogel. Da läuft was rum. Holy shit. Das ist nicht tot. Gott verdammt. Kann ich bitte nach rechts lenken? Ist es jetzt tot? Fantastisch. So, links war irgendwo auch noch was, definitiv. Wenn man direkt eingestiegen ist, kann man zwar Gas geben, aber nicht lenken. Das ist total seltsam. Das ist jetzt unser Marker auch weg. Fahrhilfe. Außer sind die Sprint-Taste gedrückt, weil ich immer die Hoffnung habe, dass ich damit schneller fahren kann, was natürlich nicht geht. Also dann geht immer die Fahrhilfe an. Ich glaube, wenn ich den Händler überfahre, zählt das nicht als Roadkill, oder? Ich hoffe, es ist tot. Für das Tier hoffe ich das. Ich hoffe, wir kommen hier raus. Da vorne läuft noch. Ne, da fliegt was.
Da läuft aber auf jeden Fall was. Da kommen Gegner. Wo sind die jetzt hier? Können die bitte nicht? Kann ich das looten? Tatsächlich. Okay, fehlt noch eins. Wir hätten wahrscheinlich den Köter überfahren können, aber das war mir irgendwie zu riskant. Komm, setz einen Marker drauf. Okay, ich setz keinen Marker drauf. Da sind sogar zwei. Können wir bitte einsteigen? Ist es tot? Ist es nicht. So, welches haben wir jetzt angefahren? Ist das das gewesen? Da bin ich jetzt viermal insgesamt drüber geholzt. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ernsthaft? Das habe ich original viermal angefahren. Also es hat zumindest viermal diesen Knacksound gemacht. Aber beim ersten Mal und dreimal beim zweiten Mal. Ist das Misfi jetzt tot? Danke. Gott, was für eine Kackmission. Können wir uns bitte ducken? Danke. Okay. Jetzt müssen wir noch den Typen wiederfinden. Der war hier, ne? Jo. Können wir auch das Auto nehmen. Wenn wir es schon haben. Wow. Damit hätten wir uns locker selber den Arsch hochspringen können. Ich dachte, ich gucke mal, was ich gerade ausgerüstet habe und werfe einfach mal. Okay. Gott, er hat noch eine Mission. Bison. Gott, das war einmal nervig genug. Ich will das eigentlich gar nicht ein zweites Mal machen, schon gar nicht mit Bisons. Ja, mal gucken. Nicht als nächstes, irgendwann vielleicht. Was haben wir denn hier noch so? Ich glaube, die Whitehall Mountains haben wir sonst ziemlich gut abgefrühstückt. Hier ist auf jeden Fall noch ein NPC und da wäre auf jeden Fall wir können uns... Vielleicht geht das sogar relativ zügig. Gucken wir mal.